Eigentlich ist das Leben ja ziemlich einfach. Und zwar das, was du denkst, das ziehst du auch in dein Leben. Also unsere Gedanken wirken wie Magneten. Das ist eine Gesetzesgebung, die viele Menschen mittlerweile heute tatsächlich sogar wissen, was eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Allerdings darf man auch immer wieder einladen, dass es einen Riesenunterschied zwischen Wissen und Verstehen gibt. Das, was dazwischen liegt, ist immer die Erfahrung. Und jetzt darf man sich am Ende des Tages fragen, wo habe ich denn bereits diese bewusste Erfahrung schon gemacht, dass das, was ich denke, meine Realität beeinflussen kann im Außen. Hast du jemals jemanden in deinem Leben gehabt, und das darfst du dich jetzt mal ehrlich hinterfragen, der dir das beigebracht hat? Hast du das in der Schule gelernt? Hast du vielleicht bewusste Eltern, die dir das immer wieder gesagt haben? Hast du das jemals im Fernsehen gehört, in den Medien, in den Mainstream-Medien? Oder wurde tendenziell genau was anderes gemacht? Und zwar, es wurde eigentlich nur Einfluss auf deine Gedanken genommen und es wurde dir niemals gesagt, welchen Effekt diese Gedanken haben, auf die ganze Zeit Einfluss genommen wird. Durch Werbung, durch Schulinhalte oder durch diverse Erziehungsformen, wo unsere Eltern einfach nicht mehr weiter wussten. Und dann laufen wir die ganze Zeit auf Autopilot und denken, dass das, was wir uns in unserer Realität kreieren, genau das ist, was wir wirklich wollen, weil wir andere Menschen sehen im Mainstream, die ganze Zeit irgendwas hinterherjagen und wir sehen, das ist doch das, was normal ist, das ist doch das, was die meisten Menschen machen und deswegen muss ich das auch machen und hinterfragen gar nicht die Grundprogrammierung dieses Autopiloten, der die ganze Zeit bei uns aktiviert ist und läuft. Und das ist das, was die Selbstverantwortung ausmacht. Selbstverantwortung macht nicht unbedingt aus, die ganze Zeit auf alles eine Antwort zu haben, sondern Selbstverantwortung macht aus, dass wir bereit sind, dahin zu schauen, was eigentlich schon da ist. Also wir müssen gar nichts Neues kreieren und da einfach zu hinterfragen und auch Hinterfragungen stattfinden zu lassen, ob das, was da ist, mir wirklich dient. Und wer ist dieses Mir eigentlich? Wir reden über Seele, über authentisches Ich, über höheres Selbst. Was ist das dahinter, was die ganze Zeit beobachtet, was wir jeden Tag machen? Und was passiert, wenn wir dieser Stimme mal anfangen zu lauschen? Was sagt sie eigentlich? Manchmal sagt sie Dinge, wo wir denken, ah, das schaffe ich wahrscheinlich nie. Oder ah, das ist total utopisch oder das ist surreal. Und das ist dann wieder der Verstand, der sich aktiviert, der auf diesem Autopiloten und auf dieser Grundprogrammierung basiert. Und diese Stimme mal gekonnt für eine Zeit zu ignorieren, die uns immer wieder mit Zweifel und Sorgen und Ängste füllt, die uns davon abhalten, dieser eigentlichen Stimme dahinter zu folgen, das ist eine sehr, sehr große Kunst und das bedarf auch Training, das bedarf Kontinuität, Zeit, Mut und Zuversicht. Und da bist du natürlich auch herzlich eingeladen, dir immer wieder Hilfe zu holen. Hör einen Podcast, der dich inspiriert. Lies ein Buch, was dich begeistert. Aber lass dir auch persönlich helfen. Hast du vielleicht bewusste Eltern, die dich unterstützen können? Hast du vielleicht Freunde in deinem Umfeld, die diesen Weg schon gegangen sind? Oder hast du vielleicht gewisse Vorbilder, Mentoren, Coaches, Wegbegleiter, die diesen Weg jeden Tag gehen und dir dabei Unterstützung schenken können? Mach dich einfach selber schlau. Hinterfrag dieses System, hinterfrag diese Programmierung deines Autopiloten und schau, wie du nach und nach immer mehr in die Selbstverantwortung finden kannst. Liebe Grüße und bis dann.